Aeo Technology von Milo, ihr benötigt folgende Akkorde: H-Moll, A, und G. Im Original verwendet der Herr Milo so einen Carpo-Taster. Den macht er hier in den siebten Bund und spielt dann hier die Akkorde. Lassen wir mal. Das hat ja nicht jeder. Also nehmen wir mal die Akkorde, wie sie hier eben gezeigt wurden. H-Moll, A und G. She's about to do the thing right on the floor, and money, money she's making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info to info. Show you where to meet her on the late night from daylight. Club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like a new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all lazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Ja, das Wichtigste ist auch der Rhythmus der rechten Hand. Also ihr könnt immer vier Schläge machen. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Die 1 immer zum Fußboden, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und bei 3 macht ihr immer so einen Perkussionsschlag rein. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perkussionsschlag ist nicht weiter wie so ein Kratzen, wo ihr dann gleich, wenn ihr die Saiten angespielt habt, die wieder mit eurem Handball in der rechten Hand
abstimmt. Ja, also. Probiert's mal.